Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Echo und da hinten. Lecko mal Echo. Da oben kommt der Meteor. Was siehst du denn da oben? Das ist der Mond. Nein. Wo ist denn der Meteor? Ich sehe den gerade gar nicht. Hä, hier oben? Hier, wo ich gerade hingucke? Hä, bei mir ist da kein Meteor. Bei mir ist da der Mond. Und weiter links? Kein Meteor. Hä, bei mir steht er da. Bei mir fliegt er hier über uns gleich. Bei mir sehe ich den gerade nicht. Okay, krass. Vielleicht willst du ihn noch einfach nicht sehen. Felder! Ach, jetzt sehe ich ihn. Jetzt steigt er langsam auf. Da, aber ganz kurz. Über die Bäume kommt er jetzt gerade erst rüber. Hä, bei mir ist er schon fast über uns. Oh. Alles klar. Serverlag, illegal. Sag mal, haust du mich gerade? Nee. Hier, in den Hals, Junge. In den Hals. In den Hals. Ja, geht ja gar nicht. Voll doof. Gott sei Dank. So, heute machen wir alles außer Felder. Aber guck mal, hier wachsen, guck mal, hier wachsen Bäume nach. Ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Weil wir brauchen den Platz für Felder. Alter! Hast du... Er hat geschrien. Hier, mach du mal. Komm, probier mal. Nein, nein, wir lassen die... Lass die wachsen, lass die wachsen. Ich wusste es. Ich hab... Einer hat es gemacht. Einer hat es auf jeden Fall gemacht. Ja, wir haben so. Ja hier genug Platz jetzt. Was, ja. Was muss man dann machen für Felder? Ich weiß noch nicht genau, wie es geht. Ich habe ja keine Erklärung dafür. Okay. Officer, ich habe keine Erklärung dafür. Die Frau war einfach tot. Kann man eigentlich einen Steinweg machen oder irgendwas? Man braucht eine Masonry, glaube ich, ne? Nur mal aus Neugier. Warte mal. Oh, Wood Construction Skillbook ist fertig. Geil. Oh, was mache ich damit jetzt? Oh, Smith. Hier kann man irgendwas mit Smith machen. Peter Smith, wa? Was kann ich damit machen? Right-Click? Alter, man kann hier eine Metal-Construction machen. Okay, you've learned a new skill, Wood-Construction. 5-mal okay. Property Claim Flag awarded. Tobi? Ja? Ich tu dir mal kurz was in die Kiste hier drüben. Ja. Das musst du dann lesen. Hier, ist ein Liebesbrief. Ach, ich kann nicht lesen. Das kriegst du schon hin. Kannst du auch noch den Arsch abwischen damit. Ja, vielleicht nur Skills Wood Construction. Cool. Ja. Und was mache ich damit jetzt? Du, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht gibt es jetzt neue Rezepte oder so. Okay. Ja, doch, stimmt. Wood Construction, da gab es was Neues. Von Ratio Farm. So. Baking Skill, Basic Engineering. Requires Stone Construction wäre auch mal geil. Stone Construction braucht Mortar Stone. Wo krieg ich denn den her? Masonry Table, alles klar. Retard Stone. Oh. So, da also auch noch was. Masonry Table. Du. 10 Holz, 40 Stein. So. Zack. Und jetzt noch 40 Stein. Oh Gott, wo krieg ich denn 40 Steine her? Ich hab hier hinten noch. Ich hol die mal. Ja, also hier ist glaube ich auch noch, aber das würde ich gerne behalten tatsächlich. Aus optischen Gründen. Wie viel brauchst du? 40. Hast du genug? Nee, ne? Wie viel? Nee, ich hab 17. Okay. Natürlich kein Stein hier. Ich dachte nur, vielleicht wäre dahinter Stein.
Zack. Kann ich das einfach hier auf den Tisch legen? Ah ja, kann ich. Cool. So. Was ist das jetzt? Ah, schon wieder Eisen. Alles klar. Oh. Was denn? Ich kann das wohl doch nicht, wa? Ne. Ich baue das mal hier vor dir auf. Okay. Danke dir. Weil ich kann das leider nicht da drauf machen. Ach so. So. Rutscht der Erde nach, ne? Oh, eine kleine Eisenmine. Was? Ist da unten Stein? Nee, ne? Okay. Kann man nicht auch Vögel abknallen mit dem Bogen? Nur mal so. Das ist ja eine liebe Frage. Ja, ne? Also ich weiß es nicht. Ja, ja schon... angebracht. Nicht verkehrt. So, zack. Zack. Ich bin sicher, ich kriege das mit dem Farming heute aber noch hin. Ich glaube nicht. Doch, doch. Auf jeden Fall. Okay. Oh, minus 100, alles klar, das ist gefährlich. Hast du noch? 20 Minuten hast du noch, Erik. Hä, wieso? Da ist die Folge schon wieder bei 30 Minuten. Hä, wie schnell geht denn das immer? Ich weiß es nicht. Das ist doch unmenschlich. Ich weiß es auch nicht, Erik. So, place. Place to be. So. Also. Alter, wie viel ist das denn? Wir müssen dringend irgendwas mit Eisen machen. Ja, muss erst was Smelting lernen. Ich glaube, da... Da machen wir in der nächsten Folge. Ja. Klingt auf jeden Fall... Viel Spaß, ne? Klingt realistisch. Oh, ist das Kohle? Cool. Oh! Geil! Mhm. So, den Rest hole ich mal nachher ab, glaube ich. So, ich glaube, da unten mache ich eine Mine rein oder so. Hermine? Hermine, ja. Oh. Hermine? Did you just assume my gender? So, okay. Diese Steine hier könnte ich einfach mitnehmen. So. So, Masonry. Dann könnte ich ja theoretisch den Stein noch nehmen. Den da noch. Hallo? Achso. Hast du... Ne, Stein hast du nicht mehr, ne? Doch. Ah, okay. Könntest du mir vielleicht etwas leihen? Weil ich meine Spitzhacke, glaube ich, reparieren müsste. Ja. Und ich habe den ganzen Stein gerade schlauerweise... Ich bräuchte 5 Steine. Ich habe den ganzen Stein schlauerweise da reingeworfen. Soll ich dir den bringen oder willst du dir den selber holen? Wo ist denn der? Ich hole den schon mal gerne. Der ist auf der anderen Seite vom Haus quasi, also nicht da, wo das Holz ist. Ja, okay. Oh, oh, schön viel. Ich hab hinterm Haus, habe ich sammle ich auch noch ein paar Sachen. Okay, vielen Dank. Wenn du mal was brauchst. Sag mal, da sind schon wieder neue... Hä, da wachsen schon wieder neue Bäume, Tobi. Ja, das ist voll geil. Was ist denn mit dieser Natur? Wir wollten ja ordentliche Felder inzwiebeln. Was soll das denn? Wie unverschämt von der Natur.
uns den Platz wegzunehmen. Vor drei Folgen noch so. Oh. Ja, wir wüssten echt wissen, wie man Bäume nachpflanzt. Aber du meintest ja, man kann aus den Blättern Saplings machen. Ja, aber du hast nur eine 30-prozentige Chance, dass die da rausdroppen. Also ich habe vorhin nicht einen gefunden. Oh, okay. Aber 30% ist nicht so wenig, ist ein Drittel. Also ein bisschen und runter, aber ist ein. Also musst du eigentlich hinhauen. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe nichts gefunden. Also ich habe öfters mal drauf gekloppt, aber irgendwie nichts gefunden. Keine Ahnung. Na gut. Vielleicht zeige ich dir auch mal, wie es geht. Okay. Ja. So, immer noch 10 Steine. Alles klar. Muss ich jetzt wirklich irgendwo den Boden aufreißen? Gibt es hier nicht irgendwo noch Fels? Hier. Oh, der ist so schön. Na, egal. Ah, so viel ist das jetzt auch nicht. The rhythm of the night. The night. Oh. So, 2 Stone. Hilft dir nix. So. Gut, dann nehme ich mal wieder Schaufel. Einmal Erde von hier hinten. Oh, zweimal Erde von hier hinten. So. So. Gut, dann haben wir das auch gemacht. Masonry Table. Muss man wahrscheinlich auch wieder reinstellen. So. Ach Gott, jetzt habe ich wieder hier von irgendwie lauter Zeugs. Ich muss mal gucken, ob ich dafür vielleicht eine extra Kiste mache. Tobi, der schöne Wald da drüben. Hm? Der schöne Wald da drüben. Machst die Bäume da hinten auch weg? Dann ist doch alles kahl. Nee, nur den einen. Ja, aber das wird doch alles kahl. Dann hau du mal weiter die Säpplinge platt. Kahl. Okay. So rum. Okay. Konnte man nicht irgendwas skillen, dass man mehr Sachen tragen konnte? Irgendwas war da, ne? Ja, und man kann auch einen Rucksack noch holen. Also man kann größere Rucksäcke machen. Okay. Acorn Bean Paste. Oh. Mortar Stone. Was machen wir noch für Pitch? Alles klar, Pitch können wir machen. Pulp Pitch. Pitch habe ich schon irgendwo gesehen. 30 Holz. 50 Steine. Heilige. Was baust du da gerade? Oh, ich probiere was. Eigentlich wollte ich... Ich will Felder bauen, verdammt. Man kann sich aber auch echt ablenken lassen. Minimalst. Oh. Ja, und hier fehlt offenbar Holz. Ich hole mal kurz Holz. Kurz. Kurz. So. So. Meine Bohnen gehen mir langsam aus. Ich habe eine Idee. Okay, es wäre echt praktischer, wenn man dafür jetzt auch vielleicht einen Handkarren hätte. So. Was brauchen wir nochmal, um die Rampe zu machen? Road Construction, ne? Ja, genau. Ich glaube, ich komme langsam dahin, dass ich das gerne hätte oder gerne machen würde. Ja, schlecht wäre es nicht, ne? Vor allen Dingen wegen diesem Wheelcart. Was war das nochmal? Na, womit ich die Erde abgebaut hatte, dieser Karren. Ah, okay. Kann man auch noch einen größeren machen? Später bestimmt. Ich bin fast sicher, da kommen noch richtig fette Wagen.
Und die Ansprüche werden bestimmt steigen nach einer Weile. Bei uns doch aber nicht. Na gut, hast du recht. Wir sind eigentlich relativ anspruchslos. Das sieht man auch in unseren Let's Plays. Ja, das wird auch relativ bescheiden alles bleiben hier. Ja, also natürlich. Also ganz ehrlich. Wo kämen wir denn da sonst hin? Ja, eben. Boah, Mortaring lernen kostet 5 Punkte. Oh. Stoneworking. Also Stein, mit dem Stein arbeiten. Krass. Requires Farming 1. Klingt wie so eine... Wie kann ich ihn not yet learn? You must use a farming skill scroll. Farming 1 klingt wie so eine Convention nur für Farmer, ne? Mhm. Oh, okay, sammelst du auch grad, dieses Jahr zur Farming von? Sammelst du auch gerade Steine? Ja. Ich auch. Wollt ihr da unten das wegmachen mit den Steinen da auf? Hm? Nochmal was? Ich wollte die Steine da unten sowieso weg haben, also. Okay, okay. Also du bist nicht böse, wenn ich mir die hier mal klaue, weil die sind ja bei dir näher dran. Ja, go, go. Bei mir sind leider keine. Gönn dir! Geil, kannst du hier oben auch welche wegnehmen, ne? Hm? Bei dir? Ja. Ah, ja, aber ich will dir nicht alle klauen. Tu es. Ich weiß doch, wie selten Steine sind und wie sehr du Steine magst, auch selber als Person. Ja, ich liebe Steine. Ich sammle Steine. Deswegen gehst du auch immer mit den Hunden in den Wald, um Steine zu sammeln. Ja, natürlich. Ich habe so ein Kies-Sammlung quasi. Das ist ein geschliffener Anthroglyt. Geh ich auch mal irgendwann mit Baris zu Ras, geh ich irgendwann mal hin mit einer Steinsammlung. Boah, ich guck das voll gerne. Ich hab das noch nie gesehen. Nein, echt nicht? Nee. Aber einen Folgentitel danach benennen, obwohl du es nicht kennst? Ich weiß, dass es die Sendung gibt, deswegen war die Folge so benannt, aber ich habe das selber noch nie gesehen. Was? Ich guck das voll gerne. Das war gut. Ich finde aber auch Horst Lichter nicht schlecht. Ein cooler Dude, glaube ich. Ja, den mag ich auch tatsächlich. Aber die Sendung habe ich trotzdem noch nie gesehen. Musst du mal nachholen. Ich hab ja kein reguläres... Ich bin ja einer von denen, die jetzt kein reguläres Fernsehen mehr haben. ZDF Mediathek, Junge. Ja, ach so. Wie geht dem Internet? Huch, hier ist gerade Gras nachgewachsen. Oh, cool. Ich finde das ehrlich gesagt noch ein bisschen unpraktisch hier mit diesen Steine aufsammeln und so. Ich versuche jetzt gerade da unten ranzukommen, aber ich komme einfach nicht da dran. Und dauernd sind die Steine mir am Weg irgendwie mit so Bauoptionen oder was auch immer. Ja, es ist noch teilweise ein bisschen, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich kann die hier zum Beispiel gerade nicht aufheben, weil geht aber nicht. Ist ein bisschen doof. Achso, ich kann natürlich auch mit der Schaufel nichts machen, weil ich muss die Steine wegbringen. Felder. Wie mache ich sie am besten? Oh. Also ganz ehrlich, was war von dem Typen das Problem, der meinte, dass man hier vegan nicht überleben kann? Oder vegetarisch? Keine Ahnung, vielleicht kann er das Game einfach nicht. Oder vielleicht später mit so einer Weltbevölkerung oder so. Ja, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Da gibt es bestimmt noch Tierzucht und sowas noch. Wir sind ja noch relativ harmlos hier. Okay. Ich hab doch so eine Farmer-Scroll gemacht. Wo ist denn die abgeblieben? Farming-Skillbook. Wow. Und ich hab das nicht gelesen. Okay. Ich hab Farming gelernt. Okay. Geil! Alles klar. Warte. Dann gehe ich jetzt nochmal ganz kurz auf die Skills. Farming kostet mich 5 Punkte. Ich lerne die trotzdem. Und jetzt, was haben wir hier? Hoe Efficiency und Seed Production. Alter, meine Seed Production ist natürlich schon auf Level 10, klar. Versteht ihr, Girls? Alter, Schmiro Watzlaff. Das war richtig gringy, ey. Beet Seed Recipe, Level 4, okay. Okay, Upgrade Level 0. Ich weiß, was macht das denn? Hoe Efficiency. Was bringt mir das? Ich will Farming schon lernen, aber...
ich mal Show All. Da kommt ja nicht mehr viel. Fertilizer Production. Okay. Mit der Ho, mit der Ha, mit der Tateratata. Wie kann man hier eigentlich Skill Points verdienen? Das weißt du auch nicht, ne? Ich glaube, die kommen automatisch, wenn man Sachen macht, einfach. Okay. So. Was für Sachen? Ich frage mich, ob ich dann ein Feld auch gießen muss. Das kann ich dir nicht sagen. Reicht ja erstmal als ein Feld. Weil mir sonst nichts einfällt. So, ja. Tomaten, ne? Oder? Ja, gerne. Oder Mais wäre auch gut. Wie du das möchtest. Du bist der Farming-Meister. Ich habe auch noch in meiner Kiste so viel Seeds. Also ich hier. Ah, super. Ich mache erstmal ein Tomatenfeld vielleicht und dann mal gucken. Kann ich bringe, glaube ich, am meisten mit, ne? Ich hätte auch gerne ein Bohnenfeld, hätte ich vielleicht auch machen sollen. Wenn das möglich ist. Bohnen bringen richtig viel. Aber Tomaten eigentlich auch, wenn man die brät, glaube ich. Brät. Brät Pit? Alles klar, raus. So. Tobi! Tobi, guck mal! Was da? Oh, geil! Ne? Ich glaube, ich mach nur eine Reihe hier daneben. So. Voll geil, Mann. Ja, jetzt nur die Frage, brauchen die Dinger eine Gießkanne? Das weiß ich nicht. Ist die größte Frage. Das müssen wir irgendwie zwischen den Folgen mal googeln, glaube ich. Ja. Ich mach das jetzt. Ah, super. Das ist perfekt. Echo Farming Water. So. Agriculture. Sehr gut, sehr gut. Agrikultur. Moiste. Oh, es gibt doch Regen. Hä? Ja. Oh, oh mein Gott. Was denn? Moisture is affected by two factors. Rainfall and water spread. This can be manipulated by the player with the use of aqueducts to move water sources closer to or further from the land plot. Was? Aquädukte? Eine Gießkanne wäre doch erstmal schön oder sowas. Aquädukte? Alter. Das ist doch Verarschung. Ja, nicht, dass sie uns jetzt hier eintrocknen oder so. Also hast du ein Farmer's Table gebaut? Natürlich nicht. Es gibt ein Farmer's Table, den solltest du bauen. Okay, ich hoffe nur, dass wir uns die Samen in der Zeit jetzt nicht eingehen. Und da gibt es einen Soil Sampler. Okay. Was ist das denn? What the fuck? Oh, so den, wo du drehen musst, so, ach du Scheiße, was ist das? Ja, geil. Ich mache mir erstmal eine neue Kiste. Damit fange ich mal an. There are two main factors to consider when deciding where to plant your crops. Temperature and moisture. Aber Tomaten wachsen in der Gegend. Ja, das stimmt. Alter, du musst auch auf die Temperatur achten? 10 Dirt brauchen wir für den Farmer's Table. 20 Holz. Okay. 20 Holz kriege ich hin. Dirt? Oh Gott. Ja, toll. Wir hatten vorhin so viel, ne? Ja. Warte mal, ich hole hier hin. Dirt. Okay. Hast du 10 Dirt gerade zur Hand? Oder was? Nee, ich hab ja nicht so ein Ding. Ja, aber ich nehme mal die Schubkarre und dann baue ich einfach nur 10 Dirt ab hier. Kann ich da auch was drauflegen? Weiß ich nicht. Nee, ging ja nicht, ne? Nee, ging nicht. Ich leg dir das hier einfach mal dahin. So. Wie albern ist das denn, Tobi? Was denn? Mach das doch nicht. Das ist doch albern. Wenn du das da hinlegst und dann. Weil ganz ehrlich, ich hol mir hier einfach den oberen Rand.
Wir werden später bestimmt wieder Erde kriegen. Nein. Oh, das war falsch. So. Wie viel haben wir? 5. Too hungry, natürlich. So. 1. Nein, du hast... Ich hasse das. 2. 3. 4. 5. So. Jetzt haben wir 10 Erde. Die packe ich da auch mal mit rein. Dumm di 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 du di di du lu lu. Dann nochmal den Farmer's Table. Ich dachte, wir können das da einfach auch so bewässern. Ich meine, warum denn auch nicht? Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich meine, das ist ein fucking Gießkanne, die du dafür brauchst. Ja, ja, das ist jetzt kein Riesenfeld. Das ist jetzt aber, das sind ein paar Tomaten. Ganz ehrlich, ich kann die auch so gießen. Aber vielleicht kannst du dir die da machen, so eine Gießkanne bei dem Farmer's Table. Das kann schon sein. Okay, na, testen wir mal aus. Was wollte ich gerade? Ach ja. Und eine Truhe wollte ich mir noch basteln. Eine weitere. Wie lange braucht er noch? Wäre auch schön, wenn er bei der Workbench anzeigen würde. Hier, da steht immer Workbench 1,4 Meter. Wenn er da drunter noch anzeigen würde, was gerade gebraucht wird und wie lange es noch braucht. Was gerade gebaut wird und wie lange es noch braucht. Das wäre ganz cool, ja, dass man da nicht immer reingucken muss. So, 7 Minuten! 8 Minuten braucht es noch. Oh. Lecco mio! Alter. Hm? Hast du schon mal bei den Skills bei Engineering geguckt? Ich habe mich noch nicht richtig getraut, ehrlich gesagt. So schlimm? Es gibt eine Petrol Refining Efficiency. Oh. Da ist eine Ölsaug, also eine Ölbohrmaschine drauf abgebildet. Oh. Requires Oil Drilling. Das wird bestimmt schön. Alter. Geil. Also ich glaube, wir werden noch ein bisschen Spaß haben. Es ist extrem krass. Was? Okay. Kann ich das jetzt hier drin placen? Ah ja. Ich sehe da hinten nur jemanden am Bildschirmrand, der seine Axt voll, also seine Spitzhacke voll ackert. So. Ich sammle noch ein paar Steine einfach, weil ich für dieses Masonry auch noch parallel zum Farmen würde ich gerne mit der Steinmetzerei irgendwie mal gucken, was man damit machen kann. Ja, ja, ja. Das erste, was ich gerne haben würde, ist eine Mühle, mit der wir Weizen zerschroten können und sowas. Oder auch Mais. Zu Mais. Oder vielleicht auch Energie machen können mit irgendeinem Wasserdingens oder so. Ja, das ist ja das Wasserrad, aber die Mühle ist ja, glaube ich, eher für so Nahrung. Farming, ja. Genau. Ich weiß nicht warum, ich fühle mich immer dazu berufen, mich um die Nahrung zu kümmern in so vielen. Vielleicht hättest du Koch werden sollen. Ich weiß nicht, das macht mir sogar Spaß. Huch, hab gerade einen Grafikfehler gehabt. Was war das denn? Oh. Jetzt mache ich mir aber echt Sorgen um das Feld. Ich will nicht, dass das einfach vertrocknet bei uns und dass wir 1000 Kilometer laufen müssen, um nur überhaupt ein Feld zu haben. Nee, das glaube ich nicht. Das fände ich irgendwie uncool. Ja, mal gespannt, was der Farmer's Table so bietet. Ich bin sehr gespannt. Ja, das finde ich auch. Huch. So, ding, ding. Bei Steinen dachte man auch, man hat für immer genug. Ich habe, glaube ich, erstmal genug. Ja, warte mal ab, das geht ratzefatze. Dann ist es nicht mehr so. Wie er da oben auf dem Dach rumturnt. Jo!
So, zack. Alles klar, wir sind gerade bei 405. Oh, alles klar. Steine passen da viel mehr ran als Erde. Wieso wiegen Steine weniger als Erde, Tobi? Kann mir das irgendwer erklären? Ich kann viel mehr Steine da reinpacken als Erde. Was auf jeden Fall sehr sinnvoll ist. Ja, das verstehe ich nicht ganz, aber ich glaube, das ist so einfach nur Balance im Spiel. Vielleicht sollten einige nicht zu einfach sein. So. 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 18. So. Gut. Ja, das wird wohl bestimmt erstmal reichen. Jetzt rolle ich die Fast-Tonne hier einmal rüber. Oder dass der Holz, oder dass die Holzräder kaputt gehen. Oder mein Rücken oder so. Ist klar. So. Und die ist aber noch leer, da ist ja gar nichts drin. Machen die würde mich nicht wundern, wenn die das auch noch später machen, dass man das auch noch sieht. Ja. So, 20. Oh. Voll das Lager, ey. Ja, ich werde ein bisschen was brauchen, leider. Huch. Boah. Was denn? Oh, das ist gerade voll der Kreuz nach hinten gebogen. So. Als wäre die Bandscheibe im Arsch. Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Das Ding ist voll mit Steinen. Man sieht, da unten hat irgendwie eine... Was mache ich denn hier? Da unten ist irgendwie eine Lücke... Das wäre doch auch ein geiles Haus eigentlich, oder? Hm? So ein Naturhaus einfach. So nur aus diesen Steinblöcken, oder was? Wär irgendwie cool. So. Boah, nachts sieht man einfach gar nicht, wo man die hinsetzt. Da ist wieder eine Lücke. Alter, wie viel passt denn das Ding rein? Ja, das ist schon ein kleiner Wagen. Bisschen was ist das schon. Wie viele hast du da jetzt reingekriegt? Der war noch nicht mal voll. Ich hatte nur keinen Bock mehr. What the fuck? So. Ah, hier ist auch noch. Ich höre sein Haus. So. Da noch mehr drin? Nur noch 6. Das war's dann aber. Aber wie gesagt, du kannst halt 5x20 kannst du, glaube ich, reinfüllen. What? Ja. So. Kleiner Steinvorrat. Sehr gut. Minimal. Minimal. Da kannst du eine ganze Mauer draus bauen. Naja, ich brauche jetzt für diese Stone Masonry brauche ich ja irgendwie eine Menge. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. Ich guck mal ganz kurz. Ich würde gerne diese Mühle bauen. Dafür brauche ich 50. Oh. Hätte ich auch gleich so rausziehen können, ich Idiot. 50 und 30 Holz. Okay. Machen wir mal. 50. Oh Gott. Ich fange mal oben wieder an. Ich bin so doof, hier das gleich so machen können. Doof, dass ich da jetzt nicht dann noch 20 nehmen kann und kann die mit reinlegen. Du bist doof. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Ich nehme mal einen, warte mal, ich probiere es nochmal. Vielleicht geht das bei dem anderen Ding da drüben besser. Hast du da schon einen Auftrag gegeben? Jo, ist hier drin bei dem kleinen Steintisch da. Okay, warte. Klopf, 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 klopf. Wie viel fehlen jetzt noch? Ah, ne, kannst du die reinpacken? Nee, ne? Nee. Ah, scheiße. Wie viel hast du? Leider nicht. Ich hatte nur einen. Schade, dass das nicht geht. Das ist very blöd. Mm. Hat nicht sollen sein. Oh, hier wächst auch ein Bäumchen. So, kann ich hier nicht einfach hier? Ah ja. Nice, das ist ja praktisch. 10 Stone.
Da drin ist es hohl. Oh, dann Farmer's Table ist für dich. So. Warte, 30 Loks. Alter, wie viel das braucht. So, 10 Loks. So. Ich muss mal in der Bäume schänden gehen. So. Was haben wir da jetzt? Farmer's Table. Okay. Müssen die alle drin sein? Irgendwie finde ich das so komisch. Ich dachte jetzt eigentlich eher, dass die nur in deinem Viereck da sein müssen, ne? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken, was hier da rot blinkt. Ja, das blinkt wieder rot. Ich kann hier wieder nichts machen. Okay. Ich muss das drinnen anbauen. Flump. Ja, also, okay, da brauche ich auch ein viel größeres Haus irgendwann. Geht, ne? Wird richtig gemütlich. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Kannst du noch rein und rausgehen, weil du ja, ja. Aber vor einmal zurück. Okay, hey, kannst du Seeds machen, alles klar. Corn Seed. Ah, ich habe 100 Korn. Und dann kann ich 50 Seeds daraus machen. Ob aber eine Dings kannst du hier nicht craften, ne? Eine Gießkanne oder sowas? Ich glaube nicht. Geil. Fiberfiller. Pelletphosphat. Soil Sampler. Beaker and Measuring Tools for Detecting the Factors Influencing Plants in the Environment. Braucht 4 Bretter. Den kann ich machen. Ah, Fertilizer Production habe ich nicht. Seed Production 4. Oh, ich kann, glaube ich, nichts machen hier. Weed Seed kann ich machen. Aus was denn? Von Weed. Und Fern Spores. Oh, okay. Das Ding bringt mir momentan aktuell gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, was wir mit den Dingern machen. Weißt du, was wir machen? Wir überlassen das einfach Zukunftsgronk und Zukunftstobi. Ja? Ja. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Aber du weißt, Zukunftsgronk und Zukunftstobi sind Vollidioten. Die kriegen das bestimmt nicht gebacken. Ja, aber das ist ja dann deren Problem, weil dann kriegen die nämlich den Hate in den Kopf. Und die haben nichts zu fressen. Ja gut, aber die sind auch fett genug. Das stimmt, das stimmt. Mal guck dir mal die Buden an, die sich hier gebaut. Ja, widerlich. Und das waren ja wir. Also Vergangenheit. Ja, das sind unsere. Ja, wir sind gut. Wir sind cool. Wir sind echt nice. Wir haben das echt gut hingekriegt, Tobi. High five. Hammergeil. Bam. So. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge oder was? Jo, würde ich mal behaupten. Also es hat auf jeden Fall eine Menge Laune gemacht, das Game hier. Geil. Achso, willst du dann für heute erstmal Ende machen? Ja, ich muss um 7:30 aufstehen. Ach du Scheiße. Ja, dann, wie spät ist denn jetzt? Ist ja erst 3 Uhr morgens, das geht ja. Ja, geht noch. Ne? Da können wir noch zwei eine Stunde Folgen machen, Tobi. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ach komm, machen wir noch 3 Folgen. Alles klar, let's 10, go. Yeah, herzlich willkommen okay. hier. Ich würde mein Haus gerne das nächste Mal ein bisschen mehr ausbauen nach hinten, weil das mit den ganzen Tischen und aus so. Holz? Aus Holz? Ja, das wäre schön. Aber wir müssen mal gucken, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, Bäume anzupflanzen, weil das ist echt. Die wachsen ja auch Ewigkeiten, ne? Ja, und es muss irgendwie eine andere Möglichkeit geben, die Pflanzen zu gießen. Und vor allem, ich meine, Tomaten, guck mal, da unten wachsen ja auch Tomaten. Und wieso regnet es hier eigentlich nie? Nie! Guck mal. Ich hab's auch noch nicht ganz kapiert, ob es hier wirklich so eine Art System gibt, quasi. Also ich werde mich da auf jeden Fall gleich nochmal schlau lesen. Ich werde die Folgen gleich nochmal ein bisschen schnippeln und dann in den Renderprozess schmeißen. Dann lese ich mich mal schlau. Guck mal hier sind nämlich, hier wachsen auch Tomaten und die wachsen ja einfach so. Das heißt, die müssten bei uns ja theoretisch auch einfach so wachsen. Ich finde es aber blöd, dass man... Was denn? Erik? Ja? Drück mal M. Ja? Und geh mal auf die World Layers und guck nach Rainfall. Und dann guck dir mal an, wo wir hingebaut haben. OP. Alter, boah, Rainfall. Rot ist zufällig das Gebiet, wo es am wenigsten regnet, oder was? Ja. Oh, wie scheiße. Das ist doch scheiße, Mann. Warte mal, du hast hier eine Workbench wohin gebaut?
Nee, also Regenfall ist dann hinter deinem Haus eigentlich ziemlich viel, oder? Wenn ich das richtig sehe. Hier sind so meine Geschichten und da ist Turbinators Campfire, Turbinators Workbench. Da ist ein Haus. Ja, da hinten auf dem Hügeln da drauf, ne? Auf den Bergen da. Aber oh, da muss. Oh, das ist aber. Hä, guck mal, der ganze Planet ist fast nur trocken. Das ist extrem ungeil. Da hinten, da regnet, da auf der Seite, auf der anderen Ozeanseite regnet. Okay, das ist aber blöd. Okay, ja, deshalb kannst du wahrscheinlich auch Straßen und sowas dann bauen, irgendwann mal, damit man da quasi das binden. Boah, okay, also wenn man hier einfach so anfängt, klar, dann weiß man das natürlich nicht. Krass. Hätte man vielleicht mal gucken sollen. Das ist schon krass, also es ist schon echt, echt richtig gut durchdacht, muss man einfach sagen. Das ja. Ist echt cool. Aber feier das. Aber, na gut, das mit dem Anbauen kann man dann vergessen, ne, wenn es hier nie regnet. Aber ich meine, die Tomaten, die anderen Tomaten wachsen doch auch, warum dann die hier nicht? Dann verstehe ich aber nicht, ehrlich gesagt, warum können wir nicht einfach eine Gießkanne craften und das gießen? Das finde ich ein bisschen doof. Ja, ne, genau. Es wäre natürlich mega ätzend, weil man muss immer hinlaufen und dann muss man hier wieder zurücklaufen und dann gießen. Klar, wäre mega aufwendig und ätzend. Aber wir hätten zumindest eine Chance, das alles zu gießen. Das wäre schon mal ganz gut. Ja. Und ein Aquädukt bauen? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das geht. Da brauchen wir eine Pumpe oder irgendwas, ne? Ja, ja, eine Pumpe und dann müssen wir ja einen Weg von der Wasserquelle Warte mal, ich guck mal kurz bei... Ich mach mal Show All, Engineer. Also muss, nee, muss ja auch ohne. Es ging ja früher auch irgendwie. Man hat ja früher auch Aquädukte gemacht. Ja, das stimmt. Ich muss mal gucken, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Kalorieeffizienz. Ja, bis zur nächsten Aufnahmesession sind wir bestimmt schlauer. Nein, mit Sicherheit nicht. Tipps. Das kann auch sein. Hey, wo waren wir? Oh, wei, oh, wei. Boah. Campfire, Advanced Baking, Advanced Campfire Cooking, Advanced Cooking, Baking, Cooking, Cutting Edge Cooking. Wow. Molekulargastronomie, CO2-Kanister. Was? Geil. Hydrokolloid. Ja. Was zum Teufel? Will ich nächste Folge alles sehen? Ja, ja, klar. Das werden wir alles, kriegen wir alles hin. Gar kein Problem. Wir sind ja schon fast so weit. Boah. Ja, ich glaube, das wird noch ewig dauern, bis wir hier. Ja, das sind unsere Holzhütten. Das sind unsere Holzhütten. Ja, so. Mit unseren vertrockneten Tomatenstängeln davor. Das ist so traurig eigentlich. Ja, naja, mal gucken. Wir kriegen schon irgendwas hin, Tobi. Irgendwas werden wir uns zurecht mogeln. Ansonsten töten wir einfach die Tiere, die hier leben. Scheiß drauf. Ja, lecker. Mm. Wer braucht schon Umwelt, wenn man was zu essen hat? So. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Juhu. Ihr Lieben. So ist es. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss.